OMG. Florian Silbereisen ist derjenige, der alle Gerichte für das Weihnachtsessen kocht. Gestern Abend hatte Beatrice Egli einen kurzen Livestream auf ihrer persönlichen Seite. Während des Livestreams erwähnte sie, dass sie darauf wartete, dass Florian Silbereisen mit dem Kochen des Abendessens fertig war. Als sie die Kamera auf die Küche richteten, waren die Fans sehr aufgeregt, als sie ihren Freund Florian Silbereisen, der eine Schürze trug und in der Küche für sie das Abendessen zubereitete, gespannt waren. Weil die grassierende Epidemie derzeit das Ausgehen limitiert, genießen Beatrice Egli und Florian Silbereisen gemeinsam den Heiligen Abend zu Hause in warmer und romantischer Atmosphäre. Während eines Livestreams mit den Fans, während sie auf das Abendessen warteten, sagte die Sängerin, wie so viele andere gehen auch wir während der Covid-19-Pandemie häufiger in die Küche. Auf der ganzen Welt. Beatrice Egli teilte auch allen mit, dass dieser Moment sowohl eine Herausforderung ist als auch viele Möglichkeiten für ihn und sie bietet, mehr zusammen zu sein. Sie kümmern sich oft gemeinsam um Haustiere, züchten Blumen und kochen zusammen. Das regelmäßige Zusammensein stärkt ihre Liebesbeziehung, hilft ihnen, sich besser zu verstehen und sich so noch mehr zu lieben. Ihre Liebe, obwohl es manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt, aber sie werden offen reden, um unnötige Probleme zu lösen, eine enge und starke Liebe aufrechtzuerhalten. Überraschend ist auch, dass unser gut aussehender Sänger auch ein ausgesprochenes Multitalent ist. Neben einem schönen Aussehen und einer kraftvollen Stimme scheint Florian Silbereisen auch ein Talent zum Kochen zu haben. Bis Florian Silbereisen und Beatrice Egli bekannt gaben, dass sie zusammen sind, teilte Beatrice Egli oft Szenen ihres Freundes beim Kochen und postete sie online. Florian Silbereisen teilte auch mit, dass Beatrice Egli die Gerichte, die er für sie gekocht hat, sehr gut gefiel. Und er fühlt sich sehr glücklich und geehrt, jeden Tag für sie zu kochen. Nan teilte auch mit, dass er das Kochen als wirklich therapeutisch für die Seele empfindet und das ihm ein Gefühl der Entspannung gibt. Wenn er beschäftigt ist oder sich wegen etwas gestresst fühlt, hilft ihm das Kochen für sich selbst oder das Kochen leckerer Gerichte für Verwandte und Freunde, den ganzen Druck zu vergessen. Jedes Mal, wenn er in die Küche geht, konzentriert er sich nur auf Essen und Freunde und Familie. Jetzt ist auch Beatrice Egli da, seine Freundin. Seine Arbeit ist normalerweise sehr beschäftigt, manchmal ist der Zeitplan mit Auftritten vollgestopft. Vielen Dank, dass Sie sich alle unsere Videos angesehen haben. Hinterlassen Sie ihnen zu Weihnachten die besten Wünsche und vergessen Sie nicht, uns für weitere Updates zu folgen.